Hä? Die Klitoris ist so groß wie der Penis? Sex ist nur gut, wenn die Frau einen Orgasmus hat. Jede Frau kann einen vaginalen Orgasmus haben. Nur wer seine Partnerin zum Orgasmus bringt, ist ein guter Liebhaber. Stopp! Falls ihr diese Mythen über Sex schon mal gehört habt, lasst euch nicht stressen, denn die Realität sieht komplett anders aus. Piu. Deshalb sprechen wir heute über ein paar Mythen rund um den weiblichen Orgasmus. Kleiner Disclaimer. In den Orgasmusstudien ist leider immer nur von Männern und Frauen die Rede. Heute sind wir zum Glück ein bisschen schlauer und wissen, dass nicht alle Menschen mit Klitoris gleich Frauen sind und dass nicht alle Frauen eine Klitoris haben. Zum Beispiel haben manche nicht-binäre Menschen ja auch eine Vulva oder zum Beispiel Transmänner, die eine Vulva haben. Falls ihr trans seid, sind wir sehr an euren Orgasmuserfahrungen interessiert. Schreibt uns die doch gerne in die Kommentare. Disclaimer Nummer 2. Hallo liebe asexuelle Menschen da draußen. Ich sehe euch, fühlt euch virtuell gedrückt. Falls ihr keinen Bock auf Orgasmen habt oder auch noch gar nicht so weit seid, euch mit Sex zu beschäftigen, ist das voll in Ordnung. Wir haben hier oben zum Beispiel eine auf Klo-Playlist über LGBTQ+-Themen verlinkt, die euch vielleicht auch interessieren könnte. Let's get the Mythen out. Frauen kommen beim gemeinsamen Sex viel seltener zum Orgasmus als Männer. Fakt oder Fake? Let's keep it real. Das ist natürlich ein Fakt. Wir wissen es doch alle, oder? Vom Gender Pay Gap, also der ungleichen Bezahlung von Männern und Frauen, habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Aber es gibt auch ein Orgasm Gap. WissenschaftlerInnen haben herausgefunden, dass Frauen, wenn sie penetrativen Sex mit Männern haben, viel seltener zum Orgasmus kommen als die Männer. 95% der Männer haben einen Orgasmus beim Sex, aber nur 65% der Frauen. Das bedeutet, wenn ihr beim Sex mit eurem Partner nicht zum Orgasmus kommt, heißt das nicht, dass mit euch irgendwas falsch läuft und das heißt auch nicht unbedingt, dass euer Partner irgendwas falsch macht. Das kommt total häufig vor. Ist auch nicht so tragisch, aber das muss nicht so bleiben. Mehr dazu später. Die Klitoris, die gute, die kommt gleich noch so vorbei. Nee, Frauen können gar nicht so oft zum Orgasmus kommen wie Männer. Fake! No! Nein! Können sie eben doch. Menschen mit Klitoris können fast genauso oft zum Orgasmus kommen wie Menschen mit einem Penis. Bei der Selbstbefriedigung klappt das nämlich bei allen Geschlechtern gut. Da kommen mehr als 90% der Männer zum Orgasmus und auch mehr als 90% der Frauen. Und auch 86% der lesbischen Frauen haben beim Sex einen Orgasmus. Der Orgasm Gap betrifft also in erster Linie den Sex zwischen Männern und Frauen. Tut mir leid an euch heterosexuelle Frauen da draußen. Alle Frauen haben schon mal einen Orgasmus gefaked. Fakt oder Fake? Naja, nicht alle, aber die Mehrheit. Die Gründe, warum Frauen einen Orgasmus faken? Sie trauen sich nicht, mit ihren Partnern über Sex und über ihre Bedürfnisse zu sprechen. Und sie wollen nicht, dass sich die Männer schlecht dabei fühlen. Where should I start? Dafür gibt's aber eigentlich gar keinen Grund. Liebe Männer da draußen, believe it or not, Sex ist viel mehr als ein Orgasmus. Und viele Frauen genießen Sex auch, ohne dass sie kommen. Deshalb entspannt euch doch einfach, genießt den Moment und jagt nicht krampfhaft irgendeinen dem Orgasmus hinterher. Stay in the moment. Ihr esst ja auch, weil es euch schmeckt und nicht, weil ihr super schnell satt werden wollt. Vielleicht schon manchmal, aber eben nicht immer. Frauen haben häufiger einen Orgasmus, wenn sie sich mit ihrem Partner wohlfühlen. Fakt oder Fake? Jawohl, das stimmt. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. ForscherInnen haben bei einer Studie herausgefunden, dass Frauen viel eher zum Orgasmus kommen, wenn sie sich wohl genug fühlen, um mit ihren Partnern über ihre sexuellen Bedürfnisse zu sprechen. Macht ja auch Sinn, weil dann haben die viel mehr eine Ahnung, welche Wünsche sie auch umsetzen können. Außerdem hat ein Orgasmus super viel mit Kontrollverlust zu tun und dafür braucht man Vertrauen. Klappt eure Bücher auf und schreibt auf Vertrauen. Kennt ihr das auch? Beim Thema Orgasmus schreien alle ganz laut so, ihr müsst die Selbstbefriedigung-Expertinnen werden oder super viele sexuelle Erfahrungen gemacht haben. ForscherInnen haben aber herausgefunden, dass das nur ein paar Faktoren sind. Der wichtigste ist der Wohlfühlfaktor. Also sucht euch einfach einen Partner aus, mit dem es passt. Rein, raus, reicht nicht. Frauen kommen eher zum Orgasmus, wenn die Klitoris auch stimuliert wird. Fakt oder Fake? Yes, das stimmt. Don't forget the kid. The kid. Don't forget the clit. Etwa 50% der Frauen kommen durch reine Penetration, also rein, raus, nicht zum Orgasmus. Zieht euch das mal rein. 50%. Also, wenn ihr was gegen den Orgasm Gap tun wollt, dann kümmert euch um die Klitoris. Wird die Klitoris nämlich beim Sex mitstimuliert, kommen 65% der Frauen zum Orgasmus. Und bei der Kombination von Sex und Oralverkehr kommen 76% der Frauen zum Orgasmus. Yay! Yeah.
Jede Klitoris funktioniert gleich. Fakt oder Fake? Nö, so einfach ist es nicht. Klitorisstimulation bedeutet nicht, dass man so ein paar Mal auf das Knöpfchen drückt und schwupps kommt die Frau zum Orgasmus. Bleibt dran, ihr lernt noch so einiges heute. Boah, bitte schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Brudis, also Typen, Menschen mit Penis seid und jetzt ganz viel gelernt habt. Oder schickt dieses Video an euren Partner und sagt so, du hast noch was zu lernen. Ich weiß, es sieht in Pornos so aus, aber vertraut mir, die Klitoris ist kein Rubbellos. Nicht alle stehen darauf. Wenn die Klitoris-Eichel direkt mit super krassem Druck stimuliert wird, besonders nicht zu Beginn. Die Klitoris besteht aus 8000 Nerven und ist daher super sensibel. Zu viel Engagement kann sie nämlich überreizen. Tastet euch lieber langsam heran und findet erstmal heraus, was die Person mit Klitoris gut findet. Nicht alle stehen darauf, wenn die Klitoris-Eichel, also der Part, den man sieht, direkt stimuliert wird. WissenschaftlerInnen haben herausgefunden, dass 2/3 der Frauen direkte Stimulation mögen. Alle anderen mögen es lieber, um die Klitoris herum berührt zu werden. Also keine direkte Berührung. Das heißt, jeder Mensch mit Klitoris steht auf was anderes. Was zählt, ist da einfach eure Empathie, euer Fingerspitzengefühl oder einfach Fragen. Die Klitoris ist so groß wie ein Penis. Fakt oder Fake? Die Klitoris ist nicht nur die kleine Perle, die man außen sieht. Sie ist viel, viel größer. Die Klitorisschenkel reichen von der Klitorisspitze bis zum Vaginaleingang und umschließen ihn. Insgesamt ist die Klitoris bis zu 10 cm lang. Echt krass, die Klitoris ist so groß wie ein Penis. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Die Klitoris ist das einzige menschliche Organ, das ganz einzig und allein für das Lustempfinden da ist. 8000 Nerven, nur für die Lust. Hammer. Jede Klitoris ist anders. Manche Frauen können gar nicht zum Orgasmus kommen. Fakt oder Fake? Ja, das stimmt. Ihr seid nicht crazy, das ist keine Krankheit. Einige Frauen können gar keinen Orgasmus erleben. Weder beim Sex mit Partner oder Partnerin, noch bei der Selbstbefriedigung. Das kann anatomische Gründe haben, denn der Abstand zwischen Klitoris-Eichel und Vagina-Eingang ist bei jeder Frau anders. In einer Studie haben ForscherInnen herausgefunden, dass Frauen, die noch nie einen Orgasmus haben, häufig eine Klitoris-Eichel haben, die verhältnismäßig weiter weg entfernt ist vom Vagina-Eingang. Falls es euch auch so geht und ihr noch nie einen Orgasmus hattet, stresst euch nicht. Sex ist viel, viel mehr als ein Orgasmus. Und es gibt super viele Menschen, die den Sex auch genießen können, ohne zu kommen. Es gibt ihn, den vaginalen Orgasmus. Fakt oder Fake? Fake, es gibt keine vaginalen Orgasmen. What? Aber wie kommt es dann, dass 50% der Frauen ja bei rein penetrativem Sex zum Orgasmus kommen? Auch das, meine lieben FreundInnen, ist die Klitoris, die gute. Denn wenn Frauen bei rein penetrativem Sex einen Orgasmus haben, liegt das daran, dass die Klitorisschenkel, die ja den Eingang der Vagina umschließen, mitstimuliert werden. Orgasmus beim Sport is a thing. Na, was meint ihr? Fakt oder Fake? Das ist so geil, das stimmt tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Ich auf jeden Fall nicht. Sportmuffel Number One. In einer Studie gaben mehr als 50% der Frauen an, schon mal bei Bauchübungen zum Orgasmus gekommen zu sein. 25% der Befragten beim Gewichteheben und 20% beim Yoga. Leute, ich glaube, ich muss mehr Sport machen. Und Leute, es wird noch krasser, für mich zumindest. Man denkt immer, Frauen können nicht zum Orgasmus kommen. Aber es gibt auch welche, die durch die Stimulation des Gebärmutterhalses oder durch die Brüste zum Orgasmus kommen. Kennt ihr schon unser Video zu Nippeln? Da reden wir noch mehr darüber. So, jetzt würde ich von euch aber sehr, sehr gerne mal eure Orgasmuserfahrungen in den Kommentaren lesen. Und hattet ihr schon mal einen beim Sport? Das würde mich sehr interessieren. Hier findet Hannah bei Follow Me Reports mehr über Fesselfetische heraus. Das kann ich euch sehr empfehlen anzuschauen und abonniert sehr gerne unseren Kanal. Denn ich weiß, dass du das wahrscheinlich noch nicht gemacht hast. Bis dann, tschüss. Ich mache jetzt Sit-Ups. Soll ich mal üben?